So, willkommen heute zur Fortsetzung der Clicker Idle und Incremental Games. So, das nächste Spiel in der Runde ist wieder zum Beideln. Da hat es auch wieder ein Update gegeben. Das Event zu Just Shape and Beats, das ist jetzt soweit erstmal wieder abgeschlossen. Deswegen ist die Währung auch nicht mehr verfügbar. Und ich tobe mich inzwischen ziemlich ausgiebig in den Nightmare-Königreichen aus. So, mal gucken, was haben wir hier jetzt an neuen Dingern bekommen. So, Upgrade Blade Glitch, das machen wir gleich noch. So. Und als nächstes gibt es wieder einen DPS-Multiplier für die Black Orbs. Also bei Zum Beidel habe ich inzwischen das erste Königreich im Nightmare-Modus abgeschlossen. Und auch wenn der keinen König hat als solchen, also zumindest gibt es hier keinen Bosskönig, wie ich dann schon beim letzten Mal vermutet hatte, aber es gibt einen Magier. Und deswegen habe ich jetzt auch den achten Black Orb bekommen, weswegen ich jetzt in den nachgerüsteten normalen Königreichen, gucken wir gleich mal rüber, weil bisher gab es ja nur Monster bis zum fünften Königreich und 6 und 7 waren in der Hinsicht noch ziemlich leer. Da gab es keine Kisten und ja, sonst auch keine weiteren Sachen, die man da irgendwie aktivieren konnte. Und wie ihr seht, jetzt gibt es hier in beiden Monstern. Im Moment bin ich jetzt gerade am Vorbereiten, hier das zweite Monster zu kaufen. Mit 2Q ist es noch überschaubar. Hier habe ich das erste Monster schon gekauft. Und das zweite werde ich hier vorerst nicht kaufen. Die Dinger könnte ich vielleicht noch verkraften, die Schadensmultiplikatoren. Aber die 10Q will ich jetzt nicht aufgeben, weil das ist tatsächlich dann ein Viertel von meinen aktuellen Kristallen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Und relativ bald sollte ich den nächsten Angel hinbekommen. Gehen wir aber erstmal wieder zurück, nochmal in den Nightmare Mode, um da in dem nächsten Königreich, also hier noch ein paar Level zu schaffen, bevor ich dann resette. Dann kann ich den Time Warp noch abschließen, dann sind wieder alle 4 Slots abgeschlossen. Oh, da hatte ich gar nichts mehr drin. Naja, zumindest sind die Zeitdinger dann jetzt vollgelaufen und ich kann nämlich dann hier eben die drei Power Cubes kräften und habe damit nämlich dann schon mal die Ressourcen zu dem Monster, was ich euch gerade gezeigt habe. Also gehen wir da gleich mal hin und dann kaufe ich mir da das zweite Monster. 2Q ausgeben, jawohl. Den Warspinder habe ich schon vorbereitet. Und dann her mit dem. Geht es nochmal 250 weiter. Ja, hier brauche ich jetzt sogar dann 5 von den Cubes und einen von den grünen und 5Q. Die anderen Monster werde ich dann letztlich erst einsammeln, wenn ich es hier geschafft habe, die nächste Death Metal zu aktivieren, weil dann verdoppeln sich wieder meine White Orb Drops. Und da habe ich jetzt inzwischen einen ganz guten Bonus zusammenbekommen. Also das letzte hatte ich irgendwo eine Größenordnung von 180 T. Das heißt, es ist eine Größenordnung unterhalb dem, was ich jetzt habe. Und die habe ich dann nach der Erstellung des dritten Orb-Kristalls, also wenn ich hier in die Items reingucke, ich habe jetzt insgesamt drei Orb-Kristalls komplett, sowie einen weiteren Orb-Spinter bereits schon wieder eingesammelt. Und insgesamt bin ich deswegen jetzt auf einer Größenordnung von 180 auf 480 T und jetzt irgendwo bei 500. Also hier sind wir jetzt, glaube ich, auch soweit durch. Da passiert nicht mehr viel. Ach genau, ich kann die Kohle natürlich nochmal einsammeln und gucken, was sich da noch für einen Bonus ermöglicht. Ah, wir haben schon wieder ein Free Devil Deal Event. Also Free Devil Deals ist aktuell aktiv. Danach kommt wieder das Double White Orb und dafür will ich eben erstmal die nächste Death Metal noch aktivieren. Von 180 T bin ich jetzt inzwischen bei 700 T für einen einfachen Reset gelandet und ich habe den jetzt noch nicht maximiert. Mit der nächsten Death Metal habe ich dann hier das Doppelte, das heißt, ich bin dann bei 1,4 Q. Und mit dem Double White Orb ist natürlich dann 2,8 Q. Das heißt, dann ist tatsächlich eben die 2Q, die ich jetzt gerade ausgegeben habe, kann ich dann mit einem Reset bereits reinholen. Und dann bin ich langsam auch in einer Größenordnung, wo ich, ja, ich denke mal, wenn ich hier so die 100 erreicht habe, dann machen mir die 5 oder beziehungsweise die 10 dann auch nicht mehr so viel aus. Und dann werde ich da wahrscheinlich die nächsten Monster aktivieren. So, inzwischen habe ich jetzt aktuell mal wieder zwei in meiner Leaderboard aufgenommen, soweit sie sich jetzt noch bewegen. Mal sehen. Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder jemanden, der deutlich mehr, also der ist auch eine Größenordnung höher als ich aktuell.
Und dann kann ich mich hier jetzt mal wieder anstrengen, ihn einzuholen. Und solange hier zumindest die noch aktiv sind und tatsächlich ihre Orbs irgendwie steigern, werde ich sie auf jeden Fall drin lassen. Wenn ihr auch hoch genug seid, also wenn ihr mehr Orb-Crystals habt als ich, dann könnt ihr mir ja auch einfach bei YouTube oder über andere Kanäle euren Code schicken. Zwei Plätze habe ich noch und je nachdem, wer von euch am höchsten ist, damit ich einen Anreiz habe, da weiter aufzusteigen, werde ich euch dann da reinnehmen. Also machen wir einmal noch den Reset jetzt erstmal. Und das Schöne ist jetzt, dadurch, dass ich jetzt natürlich auch schon in der siebten Welt die Monster drin habe, muss ich hier nicht mehr irgendwie hin und her springen, weil sonst muss ich immer noch im Königreich 6 ein bisschen kämpfen, damit ich dann hier eben den Flying Skid und den Tom King ausreichend aufleveln konnte. Aber das ist jetzt nicht mehr notwendig. Ich kann jetzt tatsächlich im Nightmare bleiben und dort direkt anfangen zu kämpfen. Der ist jetzt auch abgeschlossen. Free Devil Deal geht jetzt noch 11 Stunden und dann eben in 2 Tagen und 11 Stunden geht dann das White Orbs los. Allzu viel brauche ich jetzt dafür nicht mehr. Ich brauche eigentlich nur noch 2 Resets. Dann habe ich die Verdopplung erreicht. Das sollte kein Problem sein, innerhalb der nächsten 2 Tage noch hinzubekommen. Und dann werde ich wahrscheinlich so also mindestens 500, das heißt 10 Mal diese Resets hier nutzen. Das heißt, das ist eben dann sehr, sehr schön, weil ich habe im Moment eh keine Verwendung mehr für die Diamanten, um da in der Hölle irgendwas auszubauen. Die Hölle ist ja vollständig. Da hat sich auch mit dem letzten Update jetzt nichts mehr geändert. Sind keine neuen Level hinzugekommen. Mal sehen, ob sich mit dem nächsten Update da was tut, weil da sollen dann die Möglichkeit eingerichtet werden, dass man nicht nur die Monster, sondern auch die Könige für sich arbeiten lassen kann. Also, dass man letztlich wirklich in den Königreichen bis zum Ende irgendwie durch Idle Farming dort alles einsammeln kann. Und es sollen dann im Nightmare-Modus auch die ersten Monster oder Kisten oder Challenges oder irgendwas jedenfalls dazukommen, weil im Moment sind halt die Maps im Nightmare-Mode einfach noch komplett leer. Da ist außer den eben klassischen Häusern nichts weiter speziell zu holen. Das soll dann mit dem nächsten Update wahrscheinlich dann. Ist gar nicht mehr so lange hin, wahrscheinlich. Das kommt schon Anfang August dann, weil dann haben sie schon wieder so ihren monatlichen Turnus, in dem sie ja bisher immer wieder Updates rausgebracht haben. Und dann mal sehen, wie es mit Zombidle tatsächlich weitergeht. Was sie dann weiter planen, was sie noch ändern werden. So ein paar kleinere Änderungen sind zum Beispiel jetzt gewesen, dass ich halt hier filtern kann. Ich kann auf die Monster-Items filtern und wie ihr seht, es sind neue Sachen dazugekommen. Also bisher war ja 4 Sterne das höchste und mit den neuen Monstern und auch die Könige haben dort jetzt 5 und bis 7 Sterne hoch Items bekommen. Das heißt, das ist ein bisschen angehoben worden. Und für die Könige gilt, wenn ihr dort die Kisten einsammelt, die haben auf jeden Fall das blaue Items, die ihr dann einsammeln könnt. Die Boni sind natürlich ja erheblich angestiegen. Also gegenüber vorher mit 6.000 für so ein blaues Item liegen wir jetzt bei 781.000. Und für meine King's Cola, also für meinen King, habe ich da schon über 100 jetzt auf 7 Sterne hochgepusht. Für den Squid noch nicht ganz so viele, da sind es ein bisschen weniger. Die blauen werde ich jetzt nicht alle forcieren, um die zu pushen. Und auch das mit den Ghosts klappt jetzt nicht mehr. Bei 2 Siebenmann, glaube ich, sollte es nicht mehr funktionieren. Doch, das funktioniert auch noch. Okay. Ist natürlich nicht sehr effizient, dort 2 Siebener reinzupacken, weil da verliere ich letztlich Damage. Deswegen normalerweise müsste ich auf jeden Fall eine Stufe Friedensjäger machen. Und okay, da gibt der Geist noch genug. Und dann kann man den doch noch verwenden. Weil ich dachte eigentlich, die sind so weit abgeschwächt, dass die gar nicht mehr reichen, um dann Rare zu bekommen. Aber dann gilt das nicht für den Siemer, sondern nur für niedrigere Stufen. Dann werde ich jetzt noch ein paar Squid-Items herstellen. Und zwar möglichst natürlich hier mit den niedrigsten. So, mal gucken. Aber wenn ich hier jetzt, glaube ich, einen Geist reinnehme, dann reicht es nicht, um einen. Genau, da kriege ich dann nur ein Kommen raus. Deswegen nehme ich dann lieber 2, 3 Sterne, um das zusammenzubekommen. Und da ich jetzt natürlich unterschiedliche Items dafür einsetze, muss ich die immer wieder manuell zusammenstöpseln. So, mal gucken. Wenn du mir hier natürlich einen Geist ermöglicht. Nee. Also das unterhalb von 4 Sternen funktioniert es mit einem Geist auf jeden Fall nicht. Also da braucht ihr dann auf jeden Fall andere Elemente.
So, davon kann ich noch einen machen. So, dann sind die hier schon mal alle wieder ausgelastet. Und ich kann hier die höheren reinhauen, damit ich diese 8 Stunden Boost jetzt gleich vernünftig nutzen kann. So, der läuft 8 Stunden. Dann kann man noch einen Fast Ghost machen. Und mal gucken, ob ich jetzt hier noch was Größeres habe zum Reinlegen oder ob ich dann diesen 3 Stunden... Das ist übrigens auch, normalerweise werden die Zeiten natürlich weiter angestiegen. Schon der 4er war, glaube ich, normalerweise bei 3 Stunden 15 ursprünglich. Der ist jetzt bei 3 Stunden gedeckelt. Das heißt, die ganzen höheren Sternenkombinationen dauern maximal 3 Stunden. Und eine kleine Änderung im Crafting wurde auch noch gemacht. Okay, ich habe nur den Chaos Gem, aber der hat jetzt, glaube ich, der hat die Änderung bekommen. Das heißt nicht nur plus 1, sondern plus 2. Wobei das aber bei den Drop-Zahlen jetzt nicht so sehr ins Gewicht fällt, wie viele man dafür kräften müsste. Sowohl bei dem Vorgänger, der halt nur für besondere Bosse, als auch dann die Steigerung hier mit den Common Bosses, dass der da 2 hinzufügt, das macht letztlich keinen großen Unterschied bei der Größenordnung. Ah ja, genau hier, der Chaos-Crest. Okay, der ist nicht geändert worden. Das heißt, der für die ankommenden Bosse, der hat weiter nur plus 1, aber dafür hat der hier jetzt halt plus 2. Ach genau, schauen wir uns doch mal doch das Änderungsprotokoll an. Also das Shape and Beats Event wurde beendet und hier die Monster jetzt bei Königreich 6 und 7 mit dazu gekommen. Dann sind die, ist das ein bisschen geändert worden, dass eben jetzt die Items in Königreich 5, 6 und 7 halt mehr Sterne als 3 oder 4 erreichen können. So, dann die Crafting Recipients, das habe ich euch schon gezeigt. Das eine mit den Stunden, das andere, dass das jetzt 2 Orbs letztlich bringt. Und ja, und sonst wieder Bugfixing. Also sonst steht nichts weiter drin. Auf jeden Fall hoffe ich dann eben jetzt mit dem Event, was dann in 2 Tagen beginnt, dann hier relativ schnell die nächsten beiden Stufen zu bekommen. Also zumindest die 100er sollte dann mit 10 mal, also 1,4, das Doppelte dann 2,8, das heißt 28 bekomme ich auf jeden Fall. Das wäre schon mal die Hälfte zur Death Medal. Vielleicht gebe ich dann auch noch ein bisschen mehr aus und mache dann tatsächlich die 100 schon voll. Weil wie gesagt, im Moment kann ich die Diamanten beliebig einsammeln und habe jetzt keine größere Verwendung, außer vielleicht hier irgendwie eine Zeitbeschleunigung oder irgendwas zu benutzen. Oder halt hier mal einen Damage Boost, aber das ist überschaubar und die Gems bekomme ich auch ziemlich schnell wieder rein. Im Gegensatz zur Hölle, wo halt die letzten Auflevel und die letzten Stufen tatsächlich ja 1000 Diamanten gekostet haben, ist das Ganze jetzt etwas unwichtiger geworden. Also beim letzten Mal waren es ja noch 219 Medaillen. Davon sind jetzt einige dazugekommen, weswegen die Death Medals verlängert wurden. Aber was auch noch hinzugekommen ist, die neuen Monster. Ihr seht, die sind jetzt noch ziemlich unterschiedlich. Hier habe ich mit 258 die letzten. Das war aus Königreich 5. Und das sind jetzt die 3 aus Königreich 6 und Königreich 7. Weil ich die dann nicht mehr automatisch gegrindet habe momentan, sind die natürlich dann schon ein bisschen niedriger. Auf jeden Fall habt ihr hier 6 weitere Medaillen, die halt das abdecken. Was, glaube ich, nicht abgedeckt wird, ist der Magic, also den Zauberer, den ich tatsächlich für das erste Nightmare-Königreich jetzt gekillt habe. Was an der Stelle ein bisschen schwierig war, ihr seht hier, die Level 6000 endet jetzt bei 319 Lebenspunkten. Und der Zauberer hatte 333, das heißt 13 Zehnerpotenzen, also beziehungsweise 14 Zehnerpotenzen höher als das, mit dem ich da aktuell das Level gekillt habe. Das heißt, das war noch ziemlich aufwendig, dann tatsächlich so weit zu kommen, dass ich dem Zauberer Paroli bieten konnte. Und da habe ich natürlich dann auch wieder das so gemacht, dass ich kurz bevor ich dann eben den Reset gemacht habe, nochmal den Damage Boost aktiviert habe, sodass ich dann nochmal ein bisschen mehr mit in den Kampf nehmen konnte. Und man kann den ja leider nicht im Kampf aktivieren, aber wenn man ihn vorher, bevor man dem Zauberer gegenübertritt, aktiviert, dann hat man auf jeden Fall den Bonus noch mit drin. Machen wir jetzt erstmal das Crafting noch zu Ende. So habe ich da jetzt noch ein paar Minuten im Plus. Genau, dann kann ich nochmal ein paar Ringe kräften, weil mir fehlen aktuell noch einige Batterien. Also die ersten hier sind schon komplett ausgebaut. Das heißt, die sind alle auf Stufe 5 jetzt angehoben. Da brauche ich nichts mehr weiter. Bei den anderen hier
Ich glaube, bei dem letzten sogar noch eine Stufe mehr. Das heißt, hier brauche ich noch 50 Batterien, um die auf Stufe 5 zu bringen, damit sie mehr Kapazität haben, also 5 Stunden speichern können. Das heißt, das brauche ich für die letzten drei. Das heißt, ich brauche noch mindestens 150 Batterien. Und für 150 Batterien brauche ich entsprechend 300 Mal diesen Schrott. Und deswegen machen wir da jetzt gleich nochmal die Ringe, die ich jetzt eben auch vermehrt versuche wieder einzusammeln. Dann habe ich zumindest noch dreimal den Rubbish und ja, habe ich jetzt hier schon nochmal eine ganze Menge. Da kann ich nochmal, also 3, dann habe ich 20, dann kann ich 10, dann habe ich 24 Batterien. Aber die müssen natürlich auch erstmal alle gekräftet werden. So, und da ich ja jetzt eben sehr hohe Sternenwerte habe mit 7 Sternen, haue ich da jetzt eigentlich alles, was unter 4 Sterne ist, da rein. Weil da muss ich jetzt nicht mehr irgendwie so großartig Rücksicht nehmen, weil das sind sowieso jetzt so geringe Schadenswerte, die ich damit verliere, wenn ich die für den Schrott hergebe. Und da ich die 2 auch nicht mehr brauche, um letztlich 4 Sterne Items zu kräften, kann ich da eben auch drauf verzichten. Und versuche dann möglichst viele von den Item-Slots wegzubekommen, weil das ist natürlich jetzt nochmal immens mehr geworden. Nicht nur, dass bis zu den 4 Sternen, letztlich gibt es ja 3 Item-Stufen, auch wenn die normalen eigentlich nirgendwo bekommen werden können, sondern immer nur die grünen und im Glücksfall dann auch die blauen. Das heißt aber, dass eigentlich bis 7 Sterne jetzt 21 Items gibt pro Item-Typ, über 9 unterschiedliche Monster. Das heißt, weit über 100 Item-Slots allein hier für diese Boni, Kampfboni für die Monster. Und die versuche ich dann doch immer ein bisschen niedriger zu halten und die mit geringen Anzahlen dann möglichst schnell rauszubringen und durch Fusionierung dann eben auf diesen 7-Sterne-Rare zu bringen. So, also bevor ich jetzt den Boost einsetze, da machen wir dann wieder vom Squid noch ein paar. Okay, also einmal den Boost. Und dann kann ich jetzt auf jeden Fall noch ein paar weitere Batterien erstmal zusammenstöpseln, wobei mal gucken, also 4 Batterien funktionieren im Moment. So, und das andere ist jetzt wieder ein Fast Ghost Kraft. Und da kann ich noch eine Batterie machen und dann wieder die Geister reinschicken. So, das heißt, mit den Dingern kann ich dann wieder 4 weitere Batterien machen, wenn die fertig sind. Und sonst gibt es letztlich gar nicht so viel mehr zu sagen oder zu zeigen, weil das sind jetzt alle Änderungen, die sich seit dem letzten Mal ergeben haben und eben auch die Aussicht, dass jetzt die Nightmare-Level noch ein bisschen spannender werden sollen. Schade, dass man die Magier halt nur einmal besiegen kann, weil danach kann man sie halt dann auch nicht mehr erreichen oder irgendwie anspielen. Weil das wäre natürlich spannend, dann hätte ich euch den nochmal gezeigt, aber inzwischen habe ich ihn halt dann doch schon besiegt. Dann beim nächsten Mal mehr aus den Nightmare-Königreichen, wenn die dann hoffentlich aufgepäppelt sind. Und mal sehen, wie teuer das dann bei denen wird und ob dann das nächste Königreich tatsächlich auch Black Orb zur Verfügung stellt. Und ich frage mich natürlich dann, auch wenn das wahrscheinlich ewig dauern wird, bis ich hier in der Lage bin, Level 24.000 zu erreichen. Aber letztlich ist immer das Problem, dass ich 2 Königreiche oder zumindest ein Königreich mehr brauche, um genug Black Orbs zu haben, damit es mir erlaubt wird, die Monster da zu kaufen. Weil das 7. Königreich kann ich jetzt erst deswegen kaufen, weil ich halt hier den Black Orb von dem 8. Magier inzwischen habe. Mal sehen, ob sie das dann noch irgendwie dann runtersetzen oder ändern, weil sonst wäre es natürlich schade, dass man das letzte Königreich dann nicht entsprechend die Monster aktivieren kann, dass die für einen kämpfen. So, ich glaube, hier war ich jetzt auch schon wieder ziemlich am Ende. Das heißt, das geht relativ schnell. Allerdings, wenn ich mir das jetzt anschaue, also gut, dass ich jetzt ein paar Monster drin habe, aber so sind es natürlich nur 275 Crystals. Und das liegt vor allen Dingen darum, dass ich natürlich jetzt die mehreren 1000 Level aus Königreich 6 und 7 nicht dabei habe. Weil deswegen sind die Monster hier relativ wichtig, beziehungsweise später noch der König vor allen Dingen, dass ich hier die automatisch auch bis 4000 geklärt bekomme. Und der hat zumindest schon mal bis 17% abgeschlossen. Hier ist jetzt das zweite Monster aktiv. Interessant, dass der schneller vorankommt mit 21% als der hier, der ja im Moment gerade mal bei 12% Clear Speed ist. Kann ich dann hier noch ein bisschen unterstützen, damit die beiden Königreiche zumindest komplett sind auf 100%, um tatsächlich, dass sich so ein Reset eben noch ausreichend lohnt. Dass die Hölle vollständig ist, hatte ich ja schon gesagt und gezeigt. Als ein Info vielleicht noch, auch das Chaos Resort ist ja damals nochmal aufgewertet worden
Und hier habe ich inzwischen Stufe 7, weswegen ich mit einer so einer Scroll inzwischen 9 Diamanten bekomme und eben auch 8 Stunden Krafttime. Es war ziemlich sinnvoll, das hier sehr früh hoch zu pushen, damit ich eben möglichst schnell Diamanten collecten konnte, die ich jetzt dann aber für Fast Time Travel dann aktivieren kann. Aber das natürlich nur, wenn eben dann so ein Double White Orb Event tatsächlich da ist. Und werde dann eben mal so 10 auf den Kopf hauen. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Mal sehen, wie viele Diamanten bis dahin zusammenkommen, weil 2000 werde ich mir wahrscheinlich einfach als Reserve behalten, wenn es dann doch wieder Höllen-Updates gibt oder ähnliches. Aber bis 2000, also alles, was drüber ist, kann ich bei so einem Event dann gerne ausgeben. Und was ihr hier noch sehen könnt, meine Reset-Time, also beziehungsweise meine Skills laufen jetzt mindestens so lange wie auch der Reset dauert. Das heißt, theoretisch kann ich hier jetzt alle 9 Minuten immer wieder alle Skills starten und ich kann die auf Permanent-Modus letztlich laufen lassen. Was ich natürlich nicht mache, wenn ich dann das Ding im Hintergrund läuft und ich da nicht regelmäßig nachgucke, aber ich finde es auf jeden Fall sehr praktisch, dass es so weit funktioniert und ich die jetzt keine Leerlaufzeiten mehr habe, in denen ich die Skills nicht nutzen könnte, weil die halt den Cooldown noch haben. Das ist halt das eine, natürlich genug von den Halsketten zu produzieren. Also die war es nicht, sondern es sind ja, da habe ich ja etliche mehr. Genau hier. Also die Halsketten, davon habe ich jetzt 94, weil es ja inzwischen auch ein paar Items gab, die den Cooldown ein bisschen vermindert haben. Also ein paar epische Items aus irgendwelchen Events. Bei dem Just Shape and Beats, da gab es ja auch 4 Items. Ligre Skill Cooldown bei 5%, das ist natürlich da schon mal hilfreich. Und zusätzlich 10 Sekunden länger für die Skill Duration. Deswegen habe ich mir natürlich jetzt noch ein paar von diesen Halsketten sparen können. 94 reichen jetzt aktuell aus beim aktuellen Stand des Spiels, wenn man alle Items hat, die irgendwie mal durch Events verfügbar gemacht wurden. Ansonsten den Orb Splinter bei 6000 hatte ich jetzt den letzten bekommen. Mal sehen, wann die nächsten Death Medals dann abgeschlossen sind und ob weiterhin mit dem nächsten Update dann auch wieder welche dazukommen. Und ich jetzt mit 30 wieder hinterherhänge. Vorher waren es eigentlich nur noch 19 bzw. 18, die mir dann gefehlt haben. Mal gucken, ob ich hier schneller aufhole, als neue Medaillen dann dazukommen. Wie das genau mit den Rares und den Kombinationen ist und den Punkten, die es braucht, da könnt ihr auch im Wiki nochmal nachlesen. Da sind die Sachen aufgelistet, wenn ihr da irgendwas optimieren wollt. Aber im Moment habe ich da eigentlich genug Items und so fallen die Boni dann nicht aus, dass ich das dann extra nochmal anpassen muss, um irgendwie ein Item mehr irgendwie da rauszuholen oder sowas. Weil jedes weitere Item ist ja dann auch bloß noch weniger als 1% Damage-Steigerung, was ich jetzt bei dem König schon wieder habe. Weil da hatte ich ja gezeigt, dass ich da bereits schon wieder 113 zusammen habe, also weniger als 1%, wenn ich einen so einen 7-Sterne-Rare mache. Macht es noch als Unterschied aus. Also von daher ist das schon wieder nebensächlich. Soweit alle News und Infos von Zom Beidel. Bis zum nächsten Mal wieder mit den Idle Games. Tschüss!